Ja, herzlich willkommen zur Pressekonferenz nach dem Punktspiel zwischen Holstein Kiel und dem 1. FC Heidenheim. Ich begrüße die beiden Trainer Frank Schmidt aus Heidenheim und Ole Werner. Herr Schmidt, bitte Ihr Statement. Ja, schönen guten Tag. Wir haben uns heute entschieden, auch die Grundordnung umzustellen und schon von Anfang an auf das zu erwartende Spiel einzustellen. Die Aussichten waren so, dass eben die Bedingungen nicht die besten sein werden. Deswegen wollten wir viel über zweite Bälle heute spielen, gar nicht so viel klein-klein. Deswegen auch mit zwei richtigen Stürmern vorne. Eine klare Doppelsechs. Wir sind sehr gut ins Spiel reingekommen, hatten zwei richtig gute Möglichkeiten durch Tim Kleindienst und Marc Schnatterer. Danach hat Kiel zwei, drei gute Möglichkeiten gehabt, ging hin und her. Ich finde, natürlich für die schwierigen Verhältnisse, die aber für beide Mannschaften gleich waren, gab es eine Menge Torchancen. Am Ende ein 0:0 zur Halbzeit. Und wir haben auch der Mannschaft gesagt, wir wollen da weitermachen. Die Mannschaft, die vielleicht diesen einen Fehler macht, die wird heute das Spiel verlieren. Das wollten wir absolut nicht sein. Klar, dass bei den Bedingungen, dass man extrem handlungsschnell sein muss, dass man mit Fehler rechnen muss. Und ich glaube, wir waren hochkonzentriert von Anfang bis zum Schluss, haben insgesamt sehr gut verteidigt, auch zwei, drei Mal in den Situationen, wo auch bei uns ein Ball liegen bleibt, dann auch das Quäntchen Glück. Aber trotzdem einige Chancen gehabt auch. Und freut mich dann, dass wir das bessere Ende für uns gehabt haben, nämlich mit dem 1:0 da ruhig geblieben sind, uns in den 16er reingespielt und am zweiten Pfosten durchgelaufen sind. Und klar, wenn das dann so ein Spiel heute ist, wo Einsatz, Leidenschaft eine ganz große Rolle spielt, wenn man dann das Spiel gewinnt, ist man natürlich sehr zufrieden. Und deswegen, ja, Kompliment an meine Mannschaft. Sie hat kein einziges Mal gejammert, sondern sie hat es angenommen. Und ich denke, für die Bedingungen einfach auch ein gutes Spiel gemacht. Dankeschön. Vielen Dank, Herr Schmidt. Ole, wie hast du das Spiel erlebt? Ja, erstmal Glückwunsch an Frank, an dich und an deine Mannschaft. Ja, ich kann das Spiel kurz und knapp zusammenfassen. Ich glaube, dass das in der ersten Halbzeit ein Spiel war, wo phasenweise noch Fußball möglich war. Und ich fand auch, dass wir es da phasenweise relativ ordentlich gespielt haben. Chancen hatten beide Mannschaften in der ersten Halbzeit. Dennoch fand ich uns einfach so von der Struktur her, auch in Anbetracht dessen, wie der Untergrund eben war, mit einer guten ersten Halbzeit. Zweite Halbzeit war es dann fortwährend schwieriger, auf dem Platz noch irgendwas Konstruktives zustande zu bringen. Und dennoch haben wir es überwiegend geschafft, in der gegnerischen Hälfte auch Phasen mit Ballbesitz zu haben. Wir hätten da sicherlich noch schneller Bälle vorne reinspielen können. Und wir haben dann eben in der einen Szene, die schon beschrieben wurde, waren wir unaufmerksam, was die Gegneraufnahme angeht, und wurden dafür heute dann eben durch das Gegentor bestraft, wobei man eben halt auch sagen muss, das ist eine Szene, die wir in der ersten Halbzeit ganz ähnlich haben mit Sadi Özcan. Ball bleibt da dann vorm Tor in der Pfütze, möchte ich es mal nennen, liegen. Dadurch kann der Torhüter den Ball aufnehmen. Ich glaube, sonst trudelt er rein. In der zweiten Halbzeit bleibt der Ball in der gleichen Pfütze liegen und dadurch kommt vielleicht auch der Heidenheimer Angreifer noch mit dem langen Bein zum Abschluss und zum Tor. Und ich glaube, das beschreibt die Partie heute ganz treffend. Ein Spiel auf Augenhöhe, unter ganz, ganz schwierigen Bedingungen, das am Ende eben auch ein bisschen Glück erfordert. Das Glück hatten wir heute nicht. Wir haben dann in dieser Lotterie, die es heute zweifelsohne war, das schlechtere Los gezogen und müssen insofern das Ganze registrieren als eine bittere Niederlage, weil auch meine Mannschaft alles gegeben hat, weil auch meine Mannschaft von der kämpferischen Einstellung top war, weil auch meine Mannschaft, die sicherlich sehr übers Spielerische kommt, keine Sekunde geklagt hat über die äußeren Bedingungen. Und wenn du dann ohne Zählbares dastehst, ist es umso bitterer. Ist aber so, dass uns das Spiel, glaube ich, jetzt im Hinblick auf die weiteren Aufgaben nicht so wahnsinnig viele Anhaltspunkte bietet. Ist, glaube ich, ein Spiel, das für sich steht, das wir alle so in der Form nun auch noch nicht so häufig hatten und auch nicht mehr so häufig dieses Jahr erleben werden. Also Blick geht nach vorne. Für heute ist das bitter, aus den angesprochenen Gründen. Aber am nächsten Montag geht es in Hannover weiter. Insgesamt eine gute Verfassung, in der wir als Mannschaft sind. Und wir versuchen dann eben auf einem besseren Platz wieder besser Fußball zu spielen und auch ein besseres Resultat als heute mitzunehmen. Vielen Dank. Vielen Dank, Ole. Gibt es Fragen an die beiden Trainer? Einmal bitte das Medium. Und Edgar Deiber, Teilnehmer Zeitung. Herr Schmidt, ich hätte Sie gern gefragt, gelb-rote Karte von Tim Kleindienst. Wie haben Sie die beiden Fouls, für die er jeweils gelb bekommen hat, gesehen? Ja, erste gelbe Karte, Schiedsrichter hat es angezeigt. Es war sein viertes oder fünftes Foul, muss man akzeptieren. Letzte Situation, haben auch noch kurz uns ausgetauscht nach dem Spiel, finde ich. Hauke Wahl geht mit einem langen Schritt zum Ball, versucht den Ball noch nach vorne zu hauen, er kommt den Schritt zu spät, berührt ihn. Ob das dann gleich gelbe Karte ist, weiß ich nicht, aber sicherlich unglücklich. Bringt ja auch nichts, weil er nimmt es nicht mehr zurück. Tim wird fehlen.
nächste Woche, das stört mich jetzt nicht so sehr, weil mit einer gelben Karte wäre er auch gesperrt gewesen, was natürlich bitter für uns ist. Er bleibt bei 4 gelben Karten stehen. Aber ja, auch da, wie mit den Bedingungen heute, nicht jammern, sondern Lösungen finden. Vielen Dank. Gibt es weitere Fragen? Was Fußballerisches oder auch nicht an beide Trainer. Es gab die Gedenkminute vor dem Anpfiff und dann gab es im Stadion einen Zwischenruf und dann halten Nazis Rausrufe durchs Stadion. Wie haben Sie es wahrgenommen, Herr Schmidt? So wie Sie auch. Ich habe es gehört. Haben Sie da eine Meinung dazu, dass jemand da diese Schweigeminute gestört hat und dann wieder der größte Teil des Publikums darauf reagiert hat? Ich weiß ja, dass Sie immer Randgeschichten suchen nach so einem Fußballspiel. Da bin ich Ihnen auch nicht böse drüber. Es war ein Einzelner. Und ich glaube, dass es jetzt angekommen ist, auch in Deutschland, dass man zusammensteht, sich dann klar dazu äußert. Aber heute war ein Fußballspiel und das möchte ich jetzt trotzdem analysieren, das andere. Wenn da ein Einzelner irgendwie meint, er musste stören und so wie es sich angehört hat, war er nicht mehr ganz nüchtern, dann glaube ich, haben die Zuschauer ihren Kommentar dazu abgegeben und ein klares Statement abgegeben und das finde ich grundsätzlich immer gut. Haben Sie auch eine Meinung? Ja, kann ich mich anschließen. Ich glaube, da kann man in so einem Fall dann als Zuschauer das Ganze nicht lautstärker erwidern, als wir es heute gehört haben. Ich glaube, da gibt es keine zwei Meinungen zu dem Thema. Und insofern hat das Publikum richtig darauf reagiert. Und dem Idioten, der dann sich da anders geäußert hat, dem ist es dann hoffentlich auch aufgefallen im Nachgang. Gibt es noch weitere Fragen? Dann bleibt mir auf das erste Heimspiel unter Winterpause unserer Holstein Women hinzuweisen. Sie spielen am 1. März auf der Waldwiese gegen den FC St. Pauli. Wir sehen uns wieder hier am 8. März beim Heimspiel gegen Greuther Fürth. Wir wünschen dem 1. FC Heidenheim eine gute Heimreise. Lang genug ist sie ja. Und tschüss.